Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die A Matter of Life and Death Box von Iron Maiden. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. A Matter of Life and Death von Iron Maiden, das Ganze aus dem Jahr 2019. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das 14. Album der Band, ursprünglich erschienen im Jahr 2006. Und 13 Jahre später, im Jahr 2019, hat man dieses wie mehrere andere Alben auch auf Box rausgebracht oder in einer Box, ja, in einer speziellen Box-Edition. Wir haben hier einmal auf der Front das Cover und zwar haben wir hier diversen toten Soldaten, die ja mit dem Panzer vorrücken. Hier unten lesen wir den Schriftzug A Matter of Life and Death. Dann oben den Iron Maiden Schriftzug. Auf der Seite lesen wir, was uns hier drin erwartet. Und zwar includes, also einmal das Album auf CD, dann eine Figur im Maßstab 1:24 und einen Patch. Den gibt es hier auch noch drin. Auf der linken Seite das gleiche. Und auf der Rückseite wird uns der Inhalt auch nochmal veranschaulicht. Also die Album-CD nicht, aber einmal die Figur. Und einmal der Patch. Hier steht es auch nochmal im Detail. Oben rechts gibt es einen Barcode. Und hier oben auch nochmal gestaltet. Die Box ist recht dünn, sieht man. Kommt ja in so einer Papp-Ausführung. Also ist echt sehr dünnwandig. Dementsprechend muss man ein bisschen aufpassen. Und vorsichtig sein. So, dann holen wir uns mal die Inhalte raus. Jawohl, die Box ist leer, packen wir dabei zur Seite und schauen uns das an. So, als allererstes haben wir hier den Patch, der kommt hier in so einem speziellen kleinen Klappcover. Dann die Figur, die müssen wir uns noch zusammenbauen. Und natürlich das Herzstück, das Album an sich. Mit dem starten wir auch gleich, der Rest derweil nochmal zur Seite. So, das Cover, das kennen wir bereits, ist das gleiche wie auch auf der Box. Auf der Seite beschriftet, wir haben hier ein Digipack und auf der Rückseite haben wir dann hier diesen Panzer in Nahaufnahme mit dem Logo und dann die Tracklist. 10 Stück an der Zahl, daneben die kleinen Zahlen sind noch die Laufzeit. Also wir sehen, die Tracks gehen sehr lange. Also der kürzeste Track ist hier Nummer 1, Different World, und der geht schon 4 Minuten 18. Die anderen gehen dann teilweise echt 5, 7 oder mehr als 9 Minuten. Ist schon heftig. Dann nochmal die Infos. Und dann gibt es hier noch den Barcode. So, wir schauen rein. Hier gibt es einmal die Bandmitglieder in Schwarz-Weiß. Auf der rechten Seite die CD. Und dann werfen wir einen Blick ins Booklet. Das ist relativ dick. Also echt viele Seiten. So, hier geht's los. Wir haben Lyrics zu den einzelnen Tracks. Dann Fotos der einzelnen Bandmitglieder. Die Seiten sind noch ziemlich dick gedruckt. So, weitere Lyrics, weitere Fotos. Die Optik zieht sich jetzt so durch. Also wir haben hier immer so Lyrics und Fotos abwechselnd. Ja, also wir sehen auch hier, die Lieder gehen natürlich sehr lange, dementsprechend gibt es auch sehr viel Text. So sieht es aus. Weitere Fotos. Das sind so die Fotos aus dem Studio, Entstehungsprozess hier mitbegleitet. Und zu guter Letzt haben wir dann noch die Credits zum Album und dann hier noch Tourdaten zu World Tour 2006. Wie gesagt, ursprünglich hat 2006 erschienen das Album, 2019 dann die Remastered-Version hier in der Box. Die CD ist dann die hier, auch hier wieder dieser Panzer mit dem Logo hier, rangezoomt und dahinter auch nochmal. Gut, so viel zum Album. Dann kommen wir zum nächsten Boxinhalt. Und zwar haben wir hier
so ein kleines Etui. Auf der Vorderseite sehen wir scheinbar einen Panzer, der hier über den Erdball rollt. Kampfflugzeuge sind auch. Und dann hier einer dieser untoten Soldaten. Auf der Rückseite wird Werbung gemacht für ein Spiel, Legacy of the Beast. Also tatsächlich so ein eigenes Spiel der Band. Und wenn wir reinschauen. So, was lesen wir hier? These colors don't run from a cold bloody war. Ja, so sieht aus. Das ist der Patch. Innen hier alles in diesem Kriegsartwork gehalten. Und der Patch an sich kommt dann in so einer abgerissenen Flaggenoptik. Also hier die Fransen sind etwas abgerissen. Und dann haben wir hier Eddie, in diesem Fall den Kriegs-Eddie, mit diesen zwei gekreuzten Sturmgewehren hinter ihm. Ja, kann man sich aufnähen an die Kleidung, an den Rucksack, wo immer man möchte. Und als dritten und letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch die Figur samt dieser Basis. So, wir machen hier mal auf. So. Und zwar haben wir einmal die Platte. Das ist die Basis, wo wir die Figur dann reinstellen können, wenn sie rausgeht. So, einmal. Und dann natürlich, Eddie ist auch noch hier. So, wir schauen uns das mal an. Als erstes die Platte, die ist in so einem Schwarz und dann, ja, so ein verwaschenes Gelbgrün, würde ich sagen. Sehr eigenartige Farbe. Zwei Einlässe hier in der Basis für die Füße. Und auf der Unterseite, falsch rum, können wir dann hier noch lesen. Iron Maiden, Legacy of the Beast. Das Ganze hier beschriftet entsprechend. Und natürlich lässt sich das noch aufbauen. Wir haben hier einmal ein kleineres und einmal ein größeres Stück am Fuß. Bedeutet, das größere geht hier rein. Und das kleinere hier. Jetzt müssen wir es noch kurz etwas drücken. So. Und dann haben wir hier die Figur samt der Basis. So sieht das dann aus. Mit dem Helm in der rechten Hand eine Tommy Gun. Also, ich glaube, die Amerikaner hatten die vor allem im Zweiten Weltkrieg. Dann ansonsten braune Hose und braune Jacke. Um den Hals auch noch zwei Dog Tags. In der linken Hand ein Fernglas. Und ja, ist mehr oder weniger, nicht ganz, aber mehr oder weniger die Pose oder die Optik, die wir hier kennen, also hier auch mit diesem Helm und dem entsprechenden Sturmgewehr. Ja, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Eddie-Figur mit dieser Basis. Dann der Patch, der kommt hier in diesem kleinen Etui. Und natürlich das Album an sich, A Matter of Life and Death, mit insgesamt 10 Tracks im Digipack. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box, A Matter of Life and Death von Iron Maiden. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Iron Maiden unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing, passt auf euch auf, ciao!